Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und das ist das Voyo VBook V3. Das ist ein relativ neues Convertible aus China, das ich gestern dann erhalten habe. Habe es mir für 380 Euro herbestellt. Es ist ziemlich teuer für ein China-Gerät, aber auch sehr solide ausgestattet für den Preis. Und jetzt habe ich das Tablet, Notebook, ja im Prinzip den Hybriden, etwa 12 Stunden lang getestet und jetzt mache ich dann irgendwie so ein Video-Fazit der ersten, ja, 12 Stunden des Tests. Was kann ich schon sagen? Reden wir mal erst über die Hardware. Das sind hier, verbaut ist ein aktueller Intel Pentium Prozessor der Kaby Lake Generation, 4 GB Arbeitsspeicher, ein Full HD Display, natürlich mit Touch. So, falls ich das jetzt aufbekomme. Das ist irgendwie nicht so. Und wie ihr schon sehen könnt, auch mit diesem 360-Grad-Scharnier. Und ich muss sagen, ziemlich im Design eines Lenovo Yoga Pro 2 oder 2 Pro, also die zweite Generation der Yoga-Geräte, der High-End-Notebooks, aber natürlich auch nicht mit der Hardware. Daneben gibt es 32 GB an eMMC-Speicher und 128 GB an SSD-Speicher. Also das ist mal die Grundausstattung. Full HD Display, wie bereits erwähnt, und inkludiert auch einen Touchscreen und einen Digitizer, das heißt, ihr könnt hier auch einen Stift benutzen. Interessanterweise wird hier ein Stift verwendet, der per Bluetooth, soweit ich weiß, mit dem Tablet Notebook hier verbunden wird und aufgeladen werden muss und dann hier auch ganz solide funktioniert und reagiert. Aber dazu komme ich später erstmal. Ganz am Anfang mal die Anschlüsse und die Verarbeitung. Schauen wir uns das hier mal auf der linken Seite an. Hier haben wir einmal USB, dann einen Micro-SD-Karten-Slot, soweit ich das hier sehen kann. Nein, das ist ein SIM-Karten-Slot, super. SIM-Karten-Slot, das heißt für 3G und 4G-Konnektivität, 3,5 mm Klinkenstecker, hier lauter leiser Taste, eine Aus-Taste und, das ist noch interessant, hier ein Schieberegler. Und zwar lässt sich damit das Touchpad ein- und ausschalten. Das kennen wir schon von ziemlich vielen Notebooks, beispielsweise auch vom Trackstar Surfbook V1, aber ganz so schlecht ist das Touchpad nicht, aber dazu auch später noch mehr. Erstmal schauen wir dann noch auf die rechte Seite. Hier ist noch der Ladeanschluss, ein zweiter USB-Port, Mini-HDMI und dann tatsächlich der SD-Karten, also Micro-SD-Karten-Slot. So, Cortana, schalte ich das mal aus, damit ich dann keine weiteren Benachrichtigungen habe. So viel dazu. Display könnt ihr sehen, es ist ziemlich matt, also es glänzt leicht, aber es ist matter beispielsweise als mein HP Spectre X360, welches ja sehr spiegelnd ist, oder beispielsweise auch ein Surface Pro 3. Verbaut ist aber ein Touchscreen, das heißt, es muss glänzend sein. Hier die Oberfläche ist etwas entspiegelt, kann man sagen, auch wenn ihr wahrscheinlich hier jetzt eine Spiegelung seht. Helligkeit, soweit ich mich erinnern kann, ist auch ziemlich gut. Das ist jetzt die Maximum-Einstellung. Touchscreen funktioniert ganz okay. Mein einziges Problem bisher war, dass die oberen Bereiche, jetzt starte ich mal dazu Edge, hier oben rechts, nicht ganz reagieren, nicht immer. Ich musste zum Beispiel bislang einen Tab erstmal runterziehen und dann schließen. Jetzt gerade hat es perfekt funktioniert und ein bisschen wackelt das Display, das sieht man auch. Und wenn man das Display jetzt so weit nach hinten neigt, dann hebt sich die Front hier beim Touchpad ein wenig. Also perfekte Verarbeitung ist es nicht. Von daher aber, man kann sich nicht beschweren, ehrlich gesagt. Es ist sehr okay für den Preis. Wenn man sich auch das Scharnier ansieht, das ist ziemlich fest. Wahrscheinlich auch deswegen, weil man überhaupt verhindern wollte, dass das Display wackelt. Wirklich gut haben sie es nicht gemacht, aber man kann schon sagen, ein gutes Niveau für diesen Preis. So, schauen wir mal weiter. Ansonsten, Plastikgehäuse ist es unten und oben. Auf der Oberfläche hier diese orangene Rückseite hier. Das ist so ein Soft-Touch-Plastik. Also fühlt sich ein bisschen samtig an, kann man sagen. Ähnlich wie beim Surfbook V1, wer es kennt. Also so eine Oberfläche ist das. Ansonsten, kommen wir mal zu den Eingabegeräten. Ich habe meine Zweifel gehabt, weil die Eingabegeräte üblicherweise bei diesen günstigeren China-Notebooks ja wirklich, wirklich schlecht sind. Bei dem muss ich ehrlich sagen, ich hatte eigentlich kaum Probleme. Ich habe einen kompletten Artikel, also wirklich so ein 1000-Wörter-Artikel kürzlich, komplett auf dem Ding verfasst.
Mein einziges Problem war ja ein bisschen die Tastatur, die ist nicht perfekt, also nicht auf dem Niveau eines 1000 € Notebooks, aber für den Preis wirklich gut. Also die Tasten lassen sich sehr leicht drücken, die Tastatur flext jetzt, also die lässt sich nicht zu weit eindrücken, auch wenn es also ist ganz solide verarbeitet. Die Tasten sind ein bisschen billig, das merkt man schon, aber schreiben kann man damit wirklich gut. Und ich würde sagen, definitiv 100 Mal besser als beim Surfbook W1, wo ich ja wirklich, wirklich meine Probleme hatte. Da war es wirklich so, dass die Tasten sehr schwer zum Drücken waren. Ist auch eine andere Preiskategorie, muss man sagen. Aber finde ich hier sehr erfreulich, weil die Kindergeräte sind ja dafür bekannt, dass man besonders bei den Eingabegeräten gerne spart. Das Touchpad ist mittelmäßig. Also ihr seht hier, es funktioniert relativ flüssig. Ein bisschen ruckelig ist das dann, wenn man es langsamer bewegt. Wenn man dann ein bisschen präziser werden will, beispielsweise jetzt bei kleineren Interfaces, also jetzt nicht so wie bei Edge, kleineren Buttons am Display, ist es dann so, dass man manchmal seine Schwierigkeiten hat. Vor allem, wenn man die Geschwindigkeit auf, also jetzt in den Touchpad-Einstellungen, so haben wir das, wenn man die Geschwindigkeit auf maximal setzt, dann ist es nicht wirklich genau. So, interessant, dass er das nicht findet. Touchpad, so hier. Komm, mach auf. Will er nicht. Probieren wir es nochmal. Okay, will er gerade nicht öffnen aus irgendeinem Grund. Ignorieren wir das mal. Vorführeffekt ging bisher eigentlich ganz, ganz gut. Auch die Performance war super. Überhaupt konnte ich mich gar nicht beschweren darüber. Ich finde es okay, es ist für den Preis ganz gut. Und was eigentlich das Highlight an dem Gerät ist, ist tatsächlich wohl der mit integrierte Stift bzw. der mitgelieferte Stift. Der muss aufgeladen werden, wird auch also per Bluetooth mit dem Ding verbunden. Und ich kann hier auch mal herzeigen, ist okay von der Eingabe her. Ich zeige mal her, wo ich meine Probleme damit auch hatte. So, schreiben wir mal was. Also ihr seht es vielleicht hier bei dem S und zum A. Ich habe zwar den Finger schon, beziehungsweise den Stift schon vom Display entfernt gehabt, aber er hat trotzdem noch weitergeschrieben. Das heißt, er reagiert auch noch darauf, wenn man schon nicht mehr das Display berührt. Es passiert selten, aber es ist dennoch meiner Meinung nach ziemlich unerfreulich. Und man kann aber trotzdem sehr gut damit schreiben. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube nicht, dass das Panel druckempfindlich ist. Bislang konnte ich das zumindest nicht bemerken. Probieren wir es mal aus. Also nein, Druck empfindet es leider nicht. Also dementsprechend ist das der Nachteil gegenüber teuren Geräten. Aber hierbei handelt es sich um ein maximal 400 € Gerät. Ich glaube sogar, es ist wesentlich günstiger, weil 380 €, glaube ich, kostet die Core M-Variante. Aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, das hier liegt sogar bei 320. Aber ich werde in der Beschreibung einen Link hinzufügen und auch dann die Preise daneben schreiben. Man könnt ja auch selber urteilen, wie das vom Preis-Leistungs-Verhältnis so ist. Ich muss sagen, bisher gefällt es mir ganz gut. Es ist eine Alternative zu teuren Notebooks. Vor allem gibt es einfach kaum Convertible Notebooks mit solchen Displays, mit dieser Hardware in dem Preisbereich. Ich vergleiche es jetzt gerne mit dem HP Pavilion X360. Das ist auch so ein 360-Grad-Convertible. Das Problem dabei ist, für 500 € glaube ich, bekommt man maximal ein Full-HD-Display, einen maximalen HD-Display, Verzeihung, 4 GB Arbeitsspeicher und ich denke sogar gerade mal einen Celeron oder Pentium-Prozessor, so irgendwas in die Richtung. Die Varianten mit i3 und 8 GB oder 4 GB Arbeitsspeicher, SSD und so weiter, die werden dann erst ab 599 angeboten. Und das ist dann doch etwas problematisch, meiner Ansicht nach. So, und jetzt kommt dann normalerweise jener Teil im Video, wo ich meine Meinung zusammenfasse zu dem Gerät, meinen ersten Eindruck insgesamt, euch irgendwie abbilde und euch sage, ja, das Gerät ist empfehlenswert, vielleicht nicht. Und dann auch noch darauf verweise, dass es in 2, 3 Wochen, wann auch immer, einen ausführlichen Test auf windowsarea.de gibt, wo dann sämtliche Details dazu zu finden sind, also zur Performance, Akkulaufzeit und was auch immer da noch anstehen sollte, also was mir eben während dieser Testphase einfällt.
Das Problem bei diesem Gerät ist jetzt, ich habe das Video zum ersten Hands-on, zum ersten Eindruck von vorhin, den ersten Teil des Videos, von ein paar Tagen aufgenommen. Seitdem das Gerät auch regelmäßig verwendet, war dann einen Tag in München, habe das Gerät hier gelassen zum Aufladen und wollte einfach mein täglich verwendetes Notebook, mein HP Spectre X360, dort mit haben, weil ich mich einfach noch nicht an das gewohnt habe und auch ziemlich viel Arbeit zu erledigen hatte jetzt im Zug. Und da wollte ich einfach noch nicht auf ein Testgerät vertrauen, das ich erst seit wenigen Tagen habe. Als ich dann heimkam, habe ich es noch ein bisschen verwenden können und dann ein Problem bemerkt, und zwar, dass sich das Gerät zwar einschalten lässt, aber das Display sich dabei nicht aktiviert. Also ich kann das jetzt herzeigen, ich klappe es mal hier auf. Mal aus technischer Sicht einfach, was hier genau passiert ist. So, und wenn ich jetzt den Power-Knopf drücke, dann geht auch hier die LED auf der rechten Seite an. Ich hoffe, das sieht man jetzt auch so im Video. Und das Gerät startet. Also hier seht ihr auch, Windows wird dann auch langsam gebootet. Und der Akku ist auch voll. Also hier seht ihr auch, ich kann Caps Lock aktivieren. Ich kann im Prinzip alles machen. Was ich nicht habe, ist, ich habe keinen Sound und ich habe auch kein Video offensichtlich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Meine Vermutung ist einfach, dass hier, wo das Displaykabel hier durchgeht und das Display halt zum Mainboard verbindet, dass da irgendwas durch diesen Flex-Mechanismus einfach gerissen ist. Das wäre unerfreulich, passiert aber. Und das kann nicht nur jetzt Voyo, einem chinesischen Hersteller, passieren, das passiert auch Lenovo, das passiert auch Microsoft teilweise. Es ist keiner eigentlich vor diesen Fehlern sicher. Also, das kann einfach passieren. Es gibt Montagsgeräte, das ist halt Pech, würde ich sagen. Und ich muss sagen, ich hatte auch mit den China-Geräten bisher nur gute Erfahrungen. Waren alles Top-Geräte, alles super in Ordnung bisher. Jetzt bei dem ist es das erste Mal, wo ich ein Problem habe. Und der Unterschied ist jetzt zu einem deutschen Händler bzw. zu irgendeinem Anbieter aus Europa. Amazon zum Beispiel, ihr bestellt jetzt einfach ein Gerät, es kommt so an oder ihr bemerkt einfach nach ein paar Tagen, dass das irgendwann defekt hat. Und ihr schickt es dann einfach zurück. Binnen 14 Tagen könnt ihr das ohne Angabe von Gründen einfach retour schicken an den Händler. Ist nicht euer Problem. Oder ihr kauft es bei irgendeinem Offline-Händler, Mediamarkt, Saturn, was weiß ich. Und dann sagt ihr, ja, das war das Problem. Hier habe ich diesen Fehler bemerkt, das Display geht nicht an. Der Händler überprüft das, schaut sich das Gerät an, wird auch wie ihr selber zu dem Schluss kommen, das könnt ihr nicht verschuldet haben. Sofern ihr natürlich nicht versucht habt, mit dem Gerät jetzt irgendeine Wand einzureißen oder was weiß ich. Also wenn hier jetzt keine offensichtlichen Schäden am Gerät sind, dann wird das auch ein Produktionsfehler sein, wie es hier wahrscheinlich auch der Fall ist. Und dann werdet ihr entweder das Geld erstattet bekommen oder eben ein neues Gerät, sofern ihr das wollt. Also das ist dann der Unterschied zu Gearbest bzw. zu irgendeinem anderen chinesischen Händler. Und zwar, weil deren Sitz einfach in China ist. Das ist nicht durchführbar, dass da eine Garantie, eine Haftung da ist. Und ihr bekommt die Geräte eigentlich so, wie sie sind. Und wenn sie dann kaputt gehen, dann ist es zum Teil euer Problem. Ihr müsst euch also darum kümmern, dass ihr hier ausreichend gesichert seid und andererseits, dass ihr auch euer Geld zurückbekommt, beziehungsweise ein neues Gerät. Das ist für mich auch selbstverständlich. Wenn ihr eine Bestellung macht, solltet ihr auch die Leistung bekommen. Was ich jetzt gemacht habe, ist in dem Fall, ich habe es mit PayPal bezahlt, habe es bei Gearbest gekauft und jetzt habe ich als erstes mal bei Gearbest nachgefragt, was da denn los ist mit dem Gerät, was da falsch ist. Habe ihnen auch das Problem beschrieben, auch ein Video geschickt, auf YouTube hochgeladen, einfach einen Link geschickt, das geht ganz schnell. Und ihnen gesagt, ja, das hier ist das Problem. Sprechen alle ziemlich gut Deutsch beim Support, also durchaus verständlich und war auch gar kein Problem. Habe ich das Problem geschildert, jetzt fragen die anscheinend nach, haben dann auch versichert, sie würden, sofern das Problem bei anderen Nutzern und Käufern besteht, das Gerät dann auch aus dem Verkauf ziehen. Was dann für mich doch irgendwie eine ziemlich drastische Maßnahme war, als ich so gehört habe. Und über die Überweisung bzw. über das Zurücküberweisen des Geldes haben wir noch gar nicht gesprochen. Und das wäre jetzt auch mein zweites Thema. Einerseits würde ich das bei Gearbest natürlich einverlangen, dass ich das Geld zurückbekomme, weil das Gerät ist für mich so in der Form wertlos. Ich wollte ein Notebook mit einem Display und wenn ich da keins habe, dann ist es für mich einfach nichts wert. Und was ihr machen könnt, ist, ihr könnt entweder bei Gearbest fragen und sagen, ich will dieses Geld zurück
Und wenn das wirklich nicht helfen sollte, was im Normalfall nicht passieren sollte, zumindest meiner Erfahrung nach, dann geht ihr her, geht zu PayPal und aktiviert den Käuferschutz bei dem Kauf. Das geht bis zu 180 Tage nach dem Kauf des Geräts und also nach erfolgter Zahlung. Und das kann man etwa so vergleichen mit der Gewährleistung beim Händler. Die ist zwar in Deutschland, soweit ich weiß, gesetzlich 1 Jahr oder 2 Jahre, aber praktisch nur 6 Monate gültig. Und da wären wir auch bei diesen 180 Tagen dabei. Ihr sagt bei PayPal jetzt, ihr habt ein Problem mit dem Gerät, beschreibt es, könnt auch dort dem Käuferschutz dieses Video schicken, was auch immer, und sagen, ihr wollt den Kaufpreis zurück. Im Regelfall wird da für den Käufer entschieden. Also wirklich, wirklich eine Chance haben die Händler da nicht, egal was es jetzt, welchen Artikel es betrifft, weil die Händler wollen auch nicht riskieren, dass deren Account, also deren PayPal-Account dann auch gesperrt wird. Das kann für die ziemlich drastische Folgen haben. Und normalerweise wird dann das Geld auch wirklich zurücküberwiesen. Ich hatte selber kürzlich das Problem beim anderen Händler, einem eBay-Händler, der ein Xiaomi Mi Band 2 für 9 € verkauft hat. Da war ich einfach so naiv und habe mir gedacht, naja, ich kann es probieren, mache ich ein Schnäppchen, etwa 10 € günstiger als überall sonst, mindestens. Und habe es mir einfach bestellt und es kam dann nicht an in 2 Monaten. Der Händler hat dann gesagt, ja, ich kriege eine Tracking-Nummer und die war auch gefälscht, offensichtlich. Die führte einfach ins Leere und habe dann auch beim Käuferschutz gesagt, ich will mein Geld zurück. Und das war binnen 7 Tagen nachdem ich diese Anfrage gestellt habe, einfach auf meinem Konto gutgeschrieben. Also das ist überhaupt kein Problem. Notfalls PayPal, sonst einfach beim Gearbest Support nachfragen und normalerweise kommen die einem da auch sehr entgegen. Das ist mal meine Erfahrung mit dem Gerät. Leider eine ziemlich negative, muss ich sagen. Wobei ich fast schon ein bisschen traurig bin. Denn jetzt, nachdem ich diese ersten 12 Stunden damit verbracht habe, habe ich es ja dann noch weiter verwendet, wie ich schon gesagt habe. Und ich war dann doch ziemlich begeistert davon. Die Tastatur ist in Ordnung, das Touchpad ist schon ziemlich schwach, aber wenn ich damit schreibe, komme ich eben nicht dran. Und es hat diese Palm Rejection Funktion eben nicht, damit es erkennt, ob ihr jetzt absichtlich drauf drückt oder nicht. Und auch während ihr tippt, also quasi wenn ich was schreibe und das Touchpad gleichzeitig benutze, dann bewegt sich der Mauszeiger. Das ist bei praktisch keinem Gerät so und das soll auch gar nicht sein. Hier ist es leider so, das heißt, ihr könnt beim Schreiben, wenn ihr mal drankommt, Pech haben und irgendwie in eine andere Zeile springen. Das passiert. Bei dem nicht, weil ich einfach das Touchpad in der Mitte habe und bisher einfach mit der Hand nicht dran gekommen bin. Also wie auch immer ich schreibe, ich komme mit der Hand nie richtig ans Touchpad. Das ist mein Punkt, wo es mich freut, dass das Gerät einfach so gebaut ist, wie es ist. Display war in Ordnung, auch die Helligkeit, Akkulaufzeit komme ich, soweit ich mich erinnern kann, zwischen 6 und 7 Stunden, was sehr in Ordnung ist. Performance reicht komplett für den Alltag. Ein bisschen laggy war es halt in Microsoft Edge, bei gewissen Seiten, Facebook und Co. beispielsweise. Aber grundsätzlich war es kein Problem. Also das war ein ziemlich gutes Gerät, muss ich sagen. Und vor allem jetzt im Vergleich zu dem, was wir hier in Deutschland kaufen können für den Preis, ist es ja eigentlich wirklich großartig. Ich habe hier ein ziemlich solide verarbeitetes Gerät, natürlich bis auf das Problem, ja, offensichtlich mit dem Display. Habe eine solide Geschwindigkeit, gutes Arbeitstempo einfach im Alltag. Tastatur, die ganz okay ist, mit der man arbeiten kann. Touchpad, das brauchbar ist. Touchscreen, Stiftunterstützung, das man nirgends bekommt in dem Preisbereich. Und natürlich auch ja, dieses 360-Grad-Convertible-Mechanismus und Full-HD-Display, damit ich es nicht vergesse. Das heißt, alles das habe ich im Bereich für ja, rund 300 €. Und das ist jetzt das, was ich in Deutschland einfach nicht bekommen kann für das Geld. Ich kann in Deutschland für 400 € glaube ich, ein Acer Spin 1 kaufen, 13 Zoll, auch 360 Grad Convertible, ebenfalls mit Full-HD-Display, ebenfalls mit Pentium-Prozessor, 4 GB, 128 GB SSD, also genau wie hier, nur eben ohne Stiftunterstützung und für 200, ja, 150, 200 € mehr. Ich kann auch ein HP Pavilion X360 kaufen, das es bei uns nicht in der Core i3 bzw. Pentium-Variante gibt, sondern eben nur mit Core i5, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD.
Das fängt dann auch logischerweise erst ab 600 € an. Also da sind wir auch wieder 300 € und vielleicht sogar mehr über dem Preis von dem Ding. Also ich muss sagen, ich vermisse einfach die Konkurrenz für dieses Gerät in Deutschland, weil ich denke, dieser 360 Grad Convertible Mechanismus, Stiftunterstützung, Full HD Display, 13 Zoll einfach ein kompaktes Arbeitsnotebook für unterwegs mit Leistung, die einfach zum Beispiel einem Schüler oder mir persönlich auch in den meisten Fällen einfach ausreichen wird. Wenn ich jetzt nicht gerade mit Photoshop oder irgendwas arbeiten muss, dann ist es gar kein Problem. Arbeiten drauf auf mit Word oder Excel und mit Browser oder was auch immer, das reicht komplett aus im Alltag. Und für das Geld ist es wirklich ein tolles Gerät. Bis auf natürlich die Tatsache, dass es nicht gerade zuverlässig ist, wie man gerade gesehen hat. Ich bin enttäuscht. Nicht davon, dass jetzt dieses Problem vorkommt, weil ich muss ehrlich sagen, ich weiß, dass es nicht bei allen Notebooks der Fall ist. Zumindest liest man es bisher nirgends im Internet, leider. Vielleicht hätte ich ja dann nämlich eine Lösung gefunden. Andererseits ist es einfach ein so vielversprechendes Gerät, das mir im Alltag einfach durchaus gefallen hat, das leider eben dieses Problem hat. Ansonsten kann ich jetzt noch nicht allzu viel dazu sagen. Ich werde auf jeden Fall noch Infos in der Beschreibung aktualisieren, sofern noch irgendwas dazukommt, wie sich das eben entwickelt, was Gearbest eben auch dann vom Support her sagt und ob ich dann ein neues Gerät bekomme oder ob das Geld überwiesen wird oder was auch immer, also was es auch ist. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich wollte eben nur in diesem Video ein bisschen dieses Risiko herzeigen, das es eben gibt, wenn man sich die Geräte selber aus China importiert. Wirklich größer ist es meiner Meinung nach trotzdem nicht, dieses Risiko, denn ich kann auch in Deutschland einen blöden Support erwischen, ich sag nur Trickstore, und ein Gerät haben, das einfach Probleme macht. Das gibt's überall. Ich muss sagen, bei den großen Herstellern, Microsoft, Lenovo, HP, Dell, habe ich nur gute Erfahrungen gemacht mit dem Support. Da wird auch sehr zügig ausgetauscht und so weiter und repariert. Aber es gibt auch so spezielle Fälle, die einfach ziemlich unerfreulich sind, wo der Support einfach keine gute Arbeit leistet. Da ist meiner Meinung nach manchmal sogar die Option Paper die bessere. Aber es ist risikoreich und das wollte ich mit diesem Video zeigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war für euch vielleicht auch sogar informativ oder brauchbar. Und ich danke euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.